Das Residenzschloss Altenburg blickt auf eine über 1000-jährige Geschichte zurück. An der Stelle des heutigen Schlosses befand sich im 8. und 9. Jahrhundert eine slawische Burganlage und im 10. Jahrhundert wurde daraus ein deutscher Burgwart. Im 12. Jahrhundert war das Schloss Altenburg eine staufische Kaiserpfalz. Kaiser Friedrich Barbarossa hielt insgesamt 5-mal Hof ab in Altenburg. Die Anlage wurde in den darauffolgenden Jahrhunderten sukzessiv erweitert. Wo wir uns jetzt befinden, wurde im 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert ein Renaissanceschloss errichtet. Die Kirche, ein eindeutig gotisches Bauwerk, an ihrer Stelle hat zuvor ein Kollegiatsstift gestanden. Die Kirche wurde im 15. Jahrhundert errichtet und hatte natürlich auch eine gotische Innenausstattung. Von dieser gotischen Innenausstattung ist heute nur noch das Chorherrngestühl hier rechts und links von mir zu sehen. Im 17. Jahrhundert erhielt die Schlosskirche eine barocke Innenausstattung. Die Emporen, die Bethäuschen, der Altar wurden also barock umgebaut und natürlich auch die wertvolle Orgel errichtet. Der Hoforgelbaumeister Tobias Heinrich Gottfried Trost hat die Trostorgel in den Jahren 1736 bis 1739 erbaut. Sie zählt zu den wertvollsten und schönsten Barockorgeln Deutschlands und hat über 2200 klingende Pfeifen. Die kleinste Pfeife hat eine Länge von 8 mm und die größte Prospektpfeife 4,50 m. Die Orgel hat 37 Register, 2 Manuale und wie gesagt, eines der schönsten Instrumente im deutschen Raum. Johann Sebastian Bach hat die Trostorgel im Jahr 1739 getestet. Er war zur damaligen Zeit Thomaskantor im nahegelegenen Leipzig und er war begeistert und hat dieser Orgel ein außerordentlich gutes Attest ausgesprochen. Die Kirche wird in der heutigen Zeit genutzt für Gottesdienste, für kirchliche Trauungen, für Taufen. Hier findet alljährlich die Altenburger Sommerorgelkonzertserie statt und die Thüringische Orgelakademie. Des Weiteren wird sie genutzt für Tonträgeraufnahmen, so wie jetzt hier in diesem Fall. Nim sabu fil alba tal-Germania, fil Thuringia. L-arti li tatna l-familja ta' Bach. L-iktar familja naħseb importanti fej għandu x'jaqsam organijiet u mużika barokka. L-organi li qed taraw warajja li hu mibni minn Gottfried Heinrich Trost huwa wieħed mill-iktar strumenti importanti mhux biss fil-Ġermanja iżda fid-dinja kollha. Huwa organi li ftit qabel ma ġie komplut ippruvah Johann Sebastian Bach stess u kellu klejm sabiħ ħafna fuq u xiejt. Il-biċċa li ħan isimgħu hija l-Prelude and Fugue in E minor, waħed mix-xogħlijiet maturi ta' J.S Bach, waħed mill-iktar xogħlijiet qal ukoll. L-organi huwa kompletament mekkaniku, ġifieri, iktar ma jkollok reġistri, iktar ma toħroġ reġistri, iktar titqal il-weight tal-key biex tinżel. Li hija diffikulta partikolari għal dal-istrumenti. Però u organi tajb ħafna l-mużika barokka u bla dubju għoġob il-Bach għaliex anke meta jkun hemm fjug berba vuċi ta' d-dejjin u jkollok texture komplikata, jkollok il-mixtures, il-reġistri, jinstema anki l-vuċijiet ta' ġewwa b'ċertu ċarezza. L-akustika tal-Knisja hija perfetta għal dal affarijiet għaliex hija pjuttost xotta bħal ħafna knejjes fit-Turingja. Jkollhom dil-kwalità arkitettonika kif qed taraw warajja hemmhekk hemm dawk ishom galleriji jidulhom emporen bil-Ġermaniż. U dawn għandhom il-funzjoni li jasorbu l-ħoss, għax isom toqob fil-spazju. U għalhekk għal-mużika maġla hija ħaġa tajba ħafna lix tista' jkollok ċertu ċarezza illi m'hemmx fi knejjes oħrajn. Thank you.
you.